Urteil wahrscheinlich ein ziemlicher Schlag ins Gesicht. Wie fühlt ihr euch jetzt? Ja, wir sind natürlich sehr enttäuscht, dass Frau Lofink nun der falschen Verdächtigung verurteilt wurde. Wir sind auch wütend und empört, weil wir glauben, wir sehen hierin Justizunrecht. Wir glauben, dass sie zu Unrecht verurteilt wurde. Und ja, wir sind der Meinung, dass das Gericht ihr nicht hat ausreichend nachweisen können, dass sie zu Unrecht die beiden mutmaßlichen Täter der Vergewaltigung besichtigte. Und für den Tatvorwurf der falschen Verdächtigung ist ja nicht erforderlich, dass sie vergewaltigt wurde. Oder was für ein Mensch einer der mutmaßlichen Vergewaltiger, Herr Pinto, ist. Es hat ja die Ex-Verlobte auch Aussagen darüber getroffen, dass er sie in der Zeit der Beziehung schwer misshandelt hat. Es geht tatsächlich darum, was Frau Lofink glaubte, als sie Anzeige erstattete. Und wenn man sich dann vor Augen führt, was in diesen Videos zu sehen ist, dann ist es nachvollziehbar, dass sie zumindest glaubte, vergewaltigt worden zu sein und dass zumindest in dubio pro reo, im Zweifel für die Angeklagte, einen Freispruch zu ergehen. Das ist nicht passiert. Es kommt nicht ganz überraschend, weil wir auch mitverfolgt haben, wie der Prozess abgelaufen ist, und der wird nach meiner Einschätzung rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht gerecht. Die Richterin hat immer wieder Kommentare von sich gegeben, die auf eine Vorverurteilung schließen lassen, und insofern, ja, es ist nicht ganz überraschend, aber gleichzeitig hatten wir dennoch auf einen Freispruch gehofft. Also gerade nachdem die neuen Zeugen aufgetaucht sind, hatten wir eigentlich gehofft, dass das Blatt sich nochmal wenden könnte. Wie geht ihr denn jetzt weiter vor? Also was geht bei euch im Kopf vor jetzt? Auch gerade, es ist ja nicht nur ein Verlust für Gina Lisa oder eine Niederlage für Gina Lisa, sondern auch für tausende Frauen in Deutschland. Ich würde es nicht ganz als Niederlage bezeichnen, weil wir es geschafft haben, dank Frau Lofink und dank der großen Medienaufmerksamkeit, die sie da bekommt, aufgrund ihrer Person, haben wir es geschafft, dieses Problem in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Es ist ja tatsächlich Standardprozedere in Fällen sexualisierter Gewalt, dass gegen die Anzeige erstattenden meist Frauen im Nachgang an Freispruch der Täter ein Strafbefehl wegen falscher Verdächtigung ergeht, und meistens landet es nicht in den Medien und es landet auch nicht vor Gericht, weil diese Frauen meistens nicht zu 24.000 Euro verurteilt werden, sondern zu 1.000, 2.000 vielleicht, und dann auch nicht Einspruch erheben, weil sie sich sagen, ich bin froh, dass das Verfahren vorbei ist, ich möchte mir das nicht mehr antun. Und so haben wir gezeigt, was für Zustände in der Justiz, wenn es um sexualisierte Gewalt geht, herrschen, und haben vielleicht auch einen Teil zu einer Veränderung beigetragen. Also wir hatten ja bereits die Reform Anfang Juli, und also die Implementierung des Prinzips Nein heißt Nein ins Strafgesetzbuch, was auch dank Frau Lofinks Einsatz geschehen ist. Bis zu dem Rummel um ihr Verfahren stand Nein heißt Nein nicht im Reformentwurf tatsächlich. Und insofern ist das als Erfolg zu verbuchen, finde ich, und es ist noch nicht alles verloren. Sie kann immer noch eine Berufung einlegen. Cool, danke. Sagen Sie mir nochmal Ihren